Diesen Einzelplan der Kollege Alois Rainer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Etat des Bundesfamilienministeriums ist erneut wieder angestiegen auf nunmehr ca. 10,3 Milliarden Euro. Das ist ein gutes Zeichen, ein gutes und wichtiges Zeichen für die Familien in unserem Land. Weiterhin bildet das Elterngeld bei den gesetzlichen Leistungen, die ca. 80% dieses Etats betragen, einen Schwerpunkt mit knapp 7 Milliarden Euro. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist heute viel über das Programm Demokratie leben gesprochen worden. Wir haben auch in dieser Woche viel über das Thema Chemnitz gesprochen. Es wurde auch an den Menschen gedacht, der leider Gottes sein Leben verloren hat. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich zurückerinnere an den G20-Gipfel in Hamburg, lieber Markus Weinberg, hier haben wir nicht so viel gesprochen. Und es war meines Erachtens unerträglich, was hier passiert ist, wenn man mit Steinen, mit Betonbrocken auf Menschen, auf Polizisten schmeißt, ist es genauso verwerflich wie die Demonstrationen, die wir in Chemnitz erleben mussten. Und was jetzt im Hambacher Forst passiert, auch das kann ich in keinster Weise verstehen. Und gerade deshalb ist ein Programm wie das Programm Demokratie leben in meinen Augen unglaublich wichtig. Wir müssen aber aufpassen, wo wir das Geld einsetzen und wie wir das Geld einsetzen. Und es wird in diesem Haus, so hoffe ich es doch, niemanden geben, der Extremismus auf der rechten, auf der linken Seite will oder religiösen Extremismus will. Und deshalb müssen wir miteinander gegen den Extremismus in unserem Land arbeiten und nicht ständig diesen Extremismus weiter schüren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber jetzt wieder zurück zum Etat. Sehr verehrte Frau Ministerin, auch für den Kita-Ausbau werden wir weiterhin Geld zur Verfügung stellen. Sie wissen, Sie kennen meine Einstellung. Grundsätzlich ist es keine Bundesaufgabe. Es ist aber schön, wenn wir die Kommunen und die Länder dahingehend unterstützen. Ich würde mich aber noch mehr freuen, wenn das eine oder andere Bundesland auch ihre Hausaufgaben dementsprechend machen würde. Ich bitte Sie darum, schauen Sie darauf, haben Sie ein waches Auge, dass die Drittellösung hier auch ausgeführt wird, so wie vereinbart. Dann lassen Sie mir noch ein paar Worte zum Bundesfreiwilligendienst sagen. Mit dem Wegfall der Wehrpflicht 2011 kam dem Bundesfreiwilligendienst in Deutschland eine wichtige und sehr bedeutende Aufgabe zu. Und wir haben schon oft über die Leistungen des Bundesfreiwilligendienstes gesprochen. Uneingeschränkt kann ich die Arbeit der vielen Freiwilligen nur unterstützen und herzlich danken. Es ist ein Dienst an und für die Gesellschaft, ehrenwert und großartig. Vielen herzlichen Dank. Wir haben mit dem Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug insgesamt eine Summe von 205 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Erstmals in diesem Haushaltsjahr wird, also im kommenden Haushaltsjahr 2019, soll dieser Ansatz gesenkt werden. Hier müssen wir noch mal drüber sprechen, nicht über den Ansatz mit Flüchtlingsbezug, den finde ich so in der Gänze nicht richtig, aber generell über den Ansatz des Bundesfreiwilligendienstes, dass wir mehr Menschen in dem Bundesfreiwilligendienst die Möglichkeit geben können, mitzumachen. Gleichzeitig sollte man sich aber hausintern Gedanken machen über die Vergabe der Einsatzstellen. Es kann, sehr geehrte Frau Ministerin, meines Erachtens nicht sein, dass Kontingente ans BAFZA zurückgegeben werden, nur weil diese nicht besetzt werden können und andere Organisationen bräuchten diese Kontingente oder könnten diese brauchen und sie bekommen diese dann nicht mehr. Wir werden uns in dieser Sache dementsprechend auch noch unterhalten. Kurz noch zum Gute-Kita-Gesetz. Grundsätzlich
kann das ja was Gutes werden. Wir mischen uns hier in Aufgaben der Länder ein. Ich werde nicht ins Detail gehen. Im Einzelplan 60 sind 5,5 Milliarden Euro berücksichtigt. Ich habe hier nur die eine oder andere Sorge. Wir geben das über die Umsatzsteuerpunkte an die Länder. Die Frage ist, wie können wir das mit unserer Budgethoheit kontrollieren, was am Ende der Tage bei den Kommunen ankommt. Wir können wie auch die Qualität kontrollieren, was das Geld am Ende der Tage bringt. Ich hoffe, wir finden da gemeinsam eine Lösung. Lassen Sie mich aber auch heute allen ein herzliches Dankeschön aussprechen. Wir sprechen auch in diesem Etat über die Jugendverbandsarbeit, über all diejenigen, die sich in der Jugendverbandsarbeit engagieren, aber alle Ehrenamtlichen in unseren Vereinen, Verbänden, in den Sportvereinen oder in jedem anderen Verein, die sich hier ehrenamtlich für das Zusammenleben in unserem wunderbaren Land engagieren. Dies ist alles nur nicht selbstverständlich. Vielen herzlichen Dank. Ebenfalls bedanke ich mich bei den vielen Haupt- und auch Ehrenamtlichen, die sich in der Senioren- und Behindertenarbeit engagieren. Auch, ich denke, auch das gehört in einer Haushaltsdebatte einmal angesprochen. Es gibt noch einiges zu tun. Wir werden, und das ist das Selbstverständnis der Haushälter, versuchen, diesen guten Entwurf noch ein Stück weit besser zu machen. Und lieber Herr Kollege Volker Münz, zu Ihrer Aussage, 40% der Stellenaufwuchs beträgt 40% in den letzten Jahren. Ich habe das Glück, dass ich schon jetzt im fünften Jahr diesen Etat betreuen darf. Der Großteil dieser 40% sind Entfristungen. Und zwar Entfristungen im BAFZA, und es ist notwendig, diese Entfristungen durchzunehmen. Das BAFZA hat unglaublich wichtige Aufgaben, die einmal befristet waren, ja. Aber der Großteil davon ist nicht mehr befristet. Also ich bitte davon, ich schaue schon selbst auf zu viele Stellen, dass es nicht zu viele werden, dass wir hier bei diesen Dingen auch die Entfristungen mit dem Auge behalten. Und wenn ich noch ganz kurz abschließend sagen darf, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen Kinder geht gar nicht. Wenn mich eines richtig ärgert, dann ist es Gewalt gegen die Schwächsten unserer Gesellschaft, und das sind nun mal die Kinder. Ich erinnere an ein Zitat von Gerhard Schröder, das vielleicht nicht vielen gefallen hat, aber mir hat es gefallen damals. Kinderschänder gehören weggesperrt, und zwar für immer. Das war damals umstritten, ich weiß es, aber vielen Dank, Herr Präsident. Aber man sollte sich wieder Gedanken darüber machen. In diesem Sinne freue ich mich auf die Haushaltsberatungen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Reiner. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan.